Am 7. Juni hat die Regierung von Mauritius das neue Jahressteuergesetz vorgestellt. Jedes Jahr im Juni wird es spannend, wenn in der Budget Speech die kleinen oder großen Änderungen oder auch ganz neue Gesetze verkündet werden. Ich zeige in diesem Video, was sich jetzt ändern wird und welche Chancen sich daraus für Auswanderer nach Mauritius ergeben. Am meisten sind wir natürlich auf das Steuerrecht gespannt. Gab es Änderungen? Bei der Einkommensteuer bleiben sämtliche Steuersätze unverändert. Kurz zur Erinnerung: Im letzten Jahr wurde eine progressive Einkommensteuer eingeführt, wobei der Grenzsteuersatz bis zu 20% geht und der Durchschnittssteuersatz dementsprechend niedriger. Die Privatschulen in Mauritius sind ja nicht ganz billig. In Zukunft werden die Kosten absetzbar sein, und zwar bis zu umgerechnet 1.200 Euro pro Kind pro Jahr. Einmalrentenzahlungen werden bis zu 3 Millionen Rupien steuerfrei gestellt. Das sind ungefähr 60.000 Euro. Auch bei der Körperschaftssteuer bleiben die Steuersätze unverändert. Als besonderes Incentive für Inhaber einer Lizenz Robotic and AI Enabled Advisory Services License wird eine 80%ige Steuerreduktion möglich sein. Das heißt, der effektive Steuersatz beträgt dann nur 3%. Ganz neu ist eine Klimaabgabe, und zwar in Höhe von 2%, wobei noch offen ist, ob das vom Gewinn oder vom Umsatz gerechnet wird. Das gilt allerdings nur für Unternehmen ab 50 Millionen Rupien Umsatz, also ungefähr 1 Million Euro. Und es ist außerdem noch unklar, ob Global Business Companies davon ausgenommen werden. Im Finance Bill werden wir das sehen. Jetzt zum Thema Aufenthaltsgenehmigung. Eine ganz große Änderung ergibt sich bei dem Residence Permit for Retired Non-Citizens oder auch kurz Rentnervisum genannt. In Zukunft dürfen die Inhaber dieser Aufenthaltsgenehmigung auch arbeiten. Das Residence Permit für die sogenannten Rentner ist in Zukunft nicht nur eine Aufenthaltsgenehmigung, sondern auch gleichzeitig eine Arbeitsgenehmigung. Das ist neu und das ist eine wesentliche Verbesserung gegenüber den Vorjahren. Kurz zur Erinnerung, was sind die Bedingungen dieses Rentnervisums? Der Antragsteller muss mindestens 50 Jahre alt sein und mindestens 1.500 US-Dollar pro Monat aus dem Ausland auf sein mauritisches Bankkonto überweisen. Das war's. Es gibt keine Anwesenheitspflicht, keine sonstigen Bedingungen und dieses Occupation Permit ist für 10 Jahre gültig. Und wer nach 3 Jahren nachweisen kann, dass insgesamt 54.000 US-Dollar überwiesen wurden, kann eine Verlängerung auf 20 Jahre beantragen. Ich denke, die neuen Regeln sind sehr attraktiv. Denn nicht alle Senioren wollen ja einfach nur ihren Lebensabend genießen, sondern es gibt darunter auch viele Unternehmertypen, die einfach weitermachen wollen. Es wird auch ein neues Occupation Permit eingeführt, und zwar für Experten aus den Bereichen Wealth Management, Family Office und virtuelle Vermögenswerte. Das wird 10 Jahre gelten. Bei den Occupation Permits für Professionals wird das Mindestgehalt von 30.000 Rupien auf 22.500 Rupien herabgesetzt. Und es wird in Zukunft auch ein temporäres OP für 3 Monate eingeführt, wobei die Experten dann mindestens 10 Jahre Berufserfahrung nachweisen müssen. Im Bereich Investitionen und Unternehmensgründung hat sich nicht viel getan. Die ganzen Unternehmensformen bleiben gleich. Es werden aber einige Industrien besonders gefördert. Darunter die erneuerbaren Energien, der Recyclingbereich und die Landwirtschaft. Dazu später mehr. Leider wurde auch angekündigt, dass die Gebühren der Financial Services Commission erhöht werden sollen. Um wie viel werden wir noch sehen. Jetzt zum Thema virtuelle Vermögenswerte. Ganz wichtig, Virtual Assets und Virtual Tokens werden zukünftig als Wertpapiere anerkannt, das heißt, Veräußerungsgewinne bleiben steuerfrei. Insgesamt sind fast alle Regeln günstig, nur 2 sind eher ungünstig. Ich denke, damit können wir sehr zufrieden sein. Die makroökonomischen Rahmendaten sehen sehr gut aus. Das Wirtschaftswachstum, was ja 2022 und 2023 zwischen 8,9 und 7% war, damit gehörte Mauritius zu den 20 am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften der Welt, schwächt sich jetzt leicht ab, ist aber immer noch mit 6,5% sehr hoch
und auch in den nächsten beiden Jahren rechnet man mit mindestens 5%. Bei den Sektoren sieht das in diesem Jahr sehr unterschiedlich aus. Der Bausektor boomt ohne Ende, 18,1% mehr als im Vorjahr. Das hat allerdings weniger mit den Wohnungen und Villen zu tun, die jetzt für Ausländer gebaut werden, sondern mit großen Straßenbauprojekten und Social Housing Projekten. Auch das Hotel- und Gaststättengewerbe wächst mit 7,4% überdurchschnittlich stark. ICT und Financial Services mit ungefähr 4,5%, das ist ungefähr so wie im Vorjahr. Die öffentliche Verschuldung, die zu Corona-Zeiten drastisch nach oben gegangen ist, hat sich jetzt in den letzten Jahren schrittweise ermäßigt und man strebt einen weiteren Rückgang auf knapp über 60% des Bruttoinlandsproduktes an. Damit wären fast Maastricht-Kriterien erreicht, wovon wir in Europa bei den meisten Ländern ja nur noch von träumen können. Das Handelsbilanzdefizit war zwischen 2019 und 2021/22 ziemlich hoch. Es hat sich allerdings jetzt auf etwa 4% erniedrigt und in den nächsten Jahren wird mit 3,4 bis 3,2% budgetiert bzw. geplant. Das geht also schon mal in die richtige Richtung. Ähnlich sieht es beim Zahlungsbilanzdefizit aus. Auch da sind inzwischen wieder erträgliche Relationen erreicht und auch das soll sich in den nächsten Jahren weiter verbessern. Soweit die neuen Regeln. Jetzt wird das Ganze unter den Stakeholdern breit diskutiert. Mitte Juli wird der Finance Bill erwartet und erst dann wird sich zeigen, wie viele von den angekündigten Maßnahmen tatsächlich umgesetzt werden. Danach gibt es noch eine Feinabstimmung und im August kommt dann der endgültige Finance Act. Als nächstes schauen wir uns kurz einige Wirtschaftssektoren an, die besonders von den Maßnahmen profitieren. Ich finde es wichtig, dass das Thema Landwirtschaft jetzt etwas höher aufgehängt wird und man den Themen Ernährungssicherheit und Importsubstitution ein höheres Gewicht zumisst. Denn Mauritius ist zu etwa 70% von Nahrungsmittelimporten abhängig. Und mit den vorgeschlagenen Maßnahmen wird ein höherer Selbstversorgungsgrad angestrebt. Die Änderung bei den virtuellen Vermögenswerten könnte gewaltige Auswirkungen haben. Nach Ansicht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC könnte das sogar ein Gamechanger werden, der massives Investmentkapital aus dem Ausland anlocken wird. Auch die erneuerbaren Energien werden gefördert. Die Recyclingwirtschaft wird jetzt als Bestandteil des verarbeitenden Gewerbes angesehen und damit stehen die Incentives im Bereich Manufacturing auch hier zur Verfügung. Und das Thema Kreislaufwirtschaft ist erst ganz in den Anfängen, also hier lässt sich einiges tun. Also, liebe Auswanderer, unternehmerische Aktivitäten in diesen Bereichen sind sehr gern gesehen und die Chancen stehen gut, sich hier seinen Lebensunterhalt verdienen zu können. Ihr seht also, Mauritius bleibt attraktiv. Die Wirtschaft entwickelt sich weiterhin dynamisch und die Aufbruchsstimmung, die hier herrscht, ist das krasse Gegenteil zu der Situation in Deutschland, die ich mal kurz als multidimensional katastrophal bezeichnen würde. Die düsteren Aussichten inbegriffen. Der Unterschied zu Mauritius könnte kaum größer sein. Die klimatische und menschliche Wärme, das endlose Meer als Sinnbild für eine Blue Ocean Economy mit vielfältigen Chancen für findige Unternehmer und die gesunde Umwelt, die nicht nur für äußeres Wohlbefinden sorgt, sondern auch die Seele gesunden lässt. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen, hinterlasst gerne ein Like oder ein Abo. Und wer von euch konkrete Pläne bezüglich Mauritius hat, mag mich gerne kontaktieren.